Tesla macht einen Rekordgewinn von 5,5 Milliarden Dollar und damit ist jetzt endgültig geklärt, dass Elektroautos profitabler sein können als Verbrenner. Ein neuer Tesla Cybertruck-Prototyp wurde gefilmt, ich zeige euch gleich die Bilder. Immer mehr Menschen wollen Elektroautos, BMW baut jetzt den originalen Mini auch zum Elektroauto um. Ich zeige euch einen Wohnwagen mit eigenem Elektroantrieb und Akku und der Hammer zum Schluss, ich verrate euch, wieso Frauen auf Männer in Elektroautos stehen. Also liebe Männer, nicht wundern, wenn sie sich freut, dass du einen besonders kleinen CO2-Ausstoß hast. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Encharge. Da macht ihr Challenges zum Beispiel und ladet dadurch euer Elektroauto gratis auf. Gleich mehr dazu. Tesla hat insgesamt 87% mehr Elektroautos ausgeliefert als im Vorjahr und damit erreicht der Elektroautohersteller nach eigener Analyse die höchste operative Marge unter allen großen Autoherstellern. Ja, das ist für manche überraschend, für die, die sich auskennen, also in der Elektromobilität eher nicht so, aber schon krass. Damit gibt es nun keine Zweifel mehr an der Wirtschaftlichkeit von Elektroautos. Da gab es ja auch viele, viele Jahre große Kritik. Ja, Tesla im Prinzip kann ja niemals große Gewinne machen und das ist ja alles gar nicht, das lohnt sich ja gar nicht als Geschäft. Alles Blödsinn. Tesla hat im gesamten letzten Jahr 936.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Der größte Teil, also 911.000 davon, waren Model 3 und Model Y und 25.000 Model S und Model X. Der Gesamtumsatz von Tesla liegt damit bei 54 Milliarden Dollar. Davon bleiben dann immerhin noch, und das ist ganz schön ordentlich, 5,5 Milliarden, also knapp 10% als Gewinn übrig. Das Unternehmen hat zwar noch 1,5 Milliarden durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten verdient, die Kritik, dass Tesla aber ja nur durch diese Schummelei der Zertifikatsverkäufe Geld verdient, ist also auch nicht mehr berechtigt, da ja 4 Milliarden aus dem Verkauf eben von den Autos, Solartechnik und Energiespeichern kommt. Tesla baut die Produktion jetzt weiter aus und das so schnell wie möglich. Also machen sie ja schon die ganze Zeit. Und dieses Jahr kommen dann noch zwei weitere Fabriken in Brandenburg bei Berlin. Das ist hier, wir sind hier in Berlin, gar nicht weit weg. Ja, dazu und in Texas gibt es noch auch eine neue Fabrik in den USA. Außerdem werden die Werke in Fremont, Kalifornien und Shanghai in China weiter ausgebaut, sodass da auch mehr Fahrzeuge produziert werden können. Und dadurch sollen dann also insgesamt die Fahrzeugauslieferungen jedes Jahr um 50% gesteigert werden. Die aktuelle Produktionsleistung ist natürlich auch, wie bei anderen Herstellern, von den weltweiten Problemen in den Lieferketten beeinträchtigt. Was sagt ihr dazu? Tesla jetzt mit so einem fetten Gewinn? Elon Musk schwimmt im Geld und Tesla sowieso, sie haben auch viele Geldreserven, können viel finanzieren. Das ist doch schon großartig, oder? Wart ihr immer schon kritisch und habt gesagt, das schafft Tesla nicht? Oder wart ihr von denen, die gewusst haben, dass es genauso kommt? Ja, schreibt mal ganz ehrlich in die Kommentare, wie da eure Meinung dazu ist. Und in einem Tesla-Werk in den USA, wir bleiben nochmal bei Tesla, wurde jetzt die neueste Version des neuen Cybertruck als Prototyp gefilmt. Der hat im Vergleich zum 2019 gezeigten Fahrzeug einige Designänderungen an der Vorderseite. Auch die Rückspiegel waren vorher so nicht zu sehen. Das Video wurde vom Cybertruck Owners Club veröffentlicht und der Pickup soll eine automatische Ladeflächenabdeckung haben, die auf Knopfdruck geöffnet oder geschlossen wird. Türgriffe sind auf dem Video auch nicht zu erkennen, wahrscheinlich weil es gar keine geben wird, sondern wenn man sich dem Auto nähert, dann geht die Tür automatisch auf. Ob der große seitlich angebrachte Scheibenwischer für die Frontscheibe dann im Serienmodell erhalten bleibt, ist natürlich noch nicht bekannt. Es ist ja noch ein Prototyp. Das Fahrzeug soll nach Angaben von Tesla dann 2022 auf den Markt kommen. Also, sagen wir es mal so, es soll Ende 2022 produziert werden und dann vermute ich, wird es eher Anfang 2023, bis er dann wirklich ausgeliefert wird. Aber wir werden es natürlich sehen. Laut den Tweets von Firmengründer Elon Musk gibt es den auch erstmal nur in der 4-Motoren-Variante. Auch interessant. Eigentlich war ja immer eine 3-Motoren-Variante angekündigt. Jetzt haben sie auf die 4-Motoren aktualisiert. Der Preis soll bei rund 70.000 Dollar liegen. Die Reichweite bei etwa 800 Kilometer. Ja, Tesla hat die Ausstattung wahrscheinlich aufgrund der Konkurrenz vom elektrischen Pickup-Truck von Rivian, sehr cooles Teil, und auch dem Hummer EV, die beide bald erscheinen sollen, wahrscheinlich
aufgebessert, um da eben jetzt nicht schlechter dazustehen, sondern mindestens auf einem Level oder mit dem Anspruch von Tesla natürlich irgendwie immer einen Ticken voraus. Eine Funktion wirkt nämlich wie nachgerüstet. Der Cybertruck soll eine Hinterradlenkung erhalten und sich so schräg seitwärts bewegen können. Das wird auch als Krabbengang bezeichnet und ist beim Hammer als Option erhältlich. Und für den Hammer wurde das Feature angekündigt, bevor Tesla es nun auch in den Cybertruck bringt. Ist doch schon mal gut, oder? Konkurrenz belebt das Ganze, das ist super. Teslas Pickup besteht übrigens aus rostfreiem Stahl. Laut Elon Musk gibt es schon mehrere hunderttausend Bestellungen für den Cybertruck. Also das ist nochmal interessant, was da wirklich passiert, wann der genau kommt. Und ich würde mal gerne wissen, was denkt ihr über den Cybertruck? Übrigens habe ich meine Meinung, meine nicht ganz so positive Meinung, im aktuellen Bier- und Wein-Podcast mit Uwe Kröger bekannt gegeben. Der ist jetzt gerade auch erschienen, die neueste Ausgabe, Ausgabe Nummer 11, jetzt mit dem neuen Start in 2022. Also, checkt mal auch den Link, ich platziere euch den mal unten rein, zu unserem Podcast. Den bekommt ihr kostenlos bei jedem gut sortierten Podcast-Laden. Ja, natürlich mit Uwe Kröger von T&T E-Mobility, auch schon eine Legende der Elektromobilität. Wir kommen zur nächsten News. Der Anteil der Deutschen, die als nächstes Auto ein reines Elektroauto bevorzugen, hat sich mehr als verdoppelt. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Global Automotive Consumer Study der Unternehmensberatung Deloitte, die seit rund 11 Jahren durchgeführt wird. Also scheint repräsentativ zu sein. Der Anteil derjenigen, die ein reines Elektrofahrzeug bevorzugen würden, ist von 6% in 2021 auf jetzt 15% mehr als verdoppelt. Bei der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen gibt es jedoch noch ein paar Hürden. 41% würden ihre Entscheidung, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, überdenken, wenn der Preis fürs Laden ähnlich hoch läge wie der für fossile Brennstoffe. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass gerade die Benzinpreise, fossile Brennstoffepreise ordentlich nach oben gegangen sind und dass man natürlich sagt, hey, wenn ich dann günstiger an den Strom komme, ist das ja ein gutes Argument. Wenn der Strom jetzt aber genauso teuer wäre wie Diesel oder Benzin, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Also, da merken wir mal wieder, es ist natürlich unglaublich wichtig, dass die Preise des Ladestroms jetzt nicht in astronomische Höhen hochgehen, denn in den letzten Wochen haben ja zahlreiche Ladestromanbieter die Preise erhöht. Da können aber jetzt primär nicht die Ladestromanbieter was dafür, sondern der gesamte Markt, der Energiemarkt ist einfach ja gerade sehr schwierig. Und diese höheren Preise, das habt ihr bestimmt auch schon bei eurem eigenen Strom bemerkt, der Anbieter hat bestimmt auch erhöht oder euch vielleicht sogar gekündigt, weil er pleite gegangen ist. Da gibt es also wirklich gerade ja, einen riesen Rauf und runter, wenn ich es mal so nett formulieren darf. Das geben die natürlich dann weiter an die an uns Elektroautofahrer. Also da muss was passieren. Niedrigere Treibstoffkosten sind nämlich eines der zentralen Argumente für den Kauf eines Elektroautos, laut der Studie, und das kann man gut nachvollziehen. Und wurden bei der Befragung als zweitwichtigster Faktor genannt. Das Thema staatliche Förderung spielt bei dem Kaufinteresse auch eine zentrale Rolle. Immerhin 46% der Studienteilnehmer sind durch die Förderung motiviert, sich ein Elektroauto zu kaufen. Ich meine, 9.000 Euro gibt es aktuell immer noch auf jedes Elektroauto, und das ist natürlich viel Geld. Ein weiteres Problem zeigt die Studie auch auf. Wichtig für die Akzeptanz der Elektromobilität ist die Reichweite. Das ist das leidige alte Thema. Man braucht ganz viel Reichweite, um möglichst nie nachladen zu müssen. Ja, viele, ja, kann man auch verstehen, viele, die sich noch nicht mit Elektroautos beschäftigen, wissen ja auch nicht, sag ich mal, wie wir Elektroautofahrer, dass man jetzt nicht ständig immer komplett wieder vollladen muss und dass das auch ganz schön schnell geht an den Schnellladesäulen und man immer nur so viel schnell nachlädt an einer Autobahn, wie man dann auch wirklich benötigt. Also in der Regel ist man dann in 20, 30 Minuten wieder unterwegs, bei manchen geht es ja noch schneller. Aber gut, muss ich offensichtlich weiter rumsprechen, denn hier stellen die Befragten bei der Reichweite wirklich unrealistische Forderungen, das muss man einfach mal so sagen. Die erwarten, mit einem vollgeladenen Elektroauto ohne Unterbrechung von München nach Düsseldorf fahren zu können. Wenn man das mal umrechnet, dann gehen sie also im Schnitt von 616 Kilometer Reichweite als kritische Zielmarke aus, die ein reines Elektroauto haben müsste, damit sie es kaufen würden. 616 Kilometer, das ist aktuell bei normaler Autobahngeschwindigkeit fast unmöglich. Das könnte man vielleicht mit einem Mercedes EQS schaffen, wenn man auch langsam auf der Autobahn fährt und vielleicht noch mit dem neuesten, ja natürlich mit dem Tesla Model S Plaid, das es in Deutschland noch nicht gibt, das jetzt noch kommt, oder eben vielleicht auch mit dem Model 3 Long Range und da auch wieder ganz sparsam, aber wackelig, wackelig. Also deswegen
muss man da offensichtlich noch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, weil ganz ehrlich, ich sag mal unter uns, mehr als 500 Kilometer braucht man nicht, wenn eine ordentliche Schnellladung im Auto mit drin ist. Interessant finde ich aber auch, dass die Menschen nicht so viel Sorgen wegen ausreichender Ladeinfrastruktur sich machen. Nur 14% sehen das als Problem. Da würde ich eher sagen, es ist jetzt kein Problem, aber man sollte sich mehr Gedanken machen über die Ladeinfrastruktur, wie die ausgebaut ist, wo ich da hingehen kann, ne, wie oft sozusagen die auch die Säulen frei sind oder nicht. Ist, glaube ich, nachher wichtiger und dass es schnelle Ladesäulen gibt als die Reichweite. Aber gut, so ist das. Bin mal gespannt, was bei der nächsten Studie dann rauskommt und wie sich die Zahlen verändern und was ihr darüber denkt. Die heutige Ausgabe der Elektromobilitäts-News wird unterstützt und damit eben möglich gemacht dank der Endcharge-App. Durchs Einkaufen bei euren Lieblings-Online-Shops innerhalb der App und durch die Teilnahme bei coolen Challenges bekommt ihr Endcharge Kilometer gut geschrieben. Mit denen könnt ihr dann zum Beispiel euer Elektroauto kostenlos laden oder andere coole Mobilitätsservices nutzen. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Gerade die Challenges machen echt Spaß. Aktuell könnt ihr zum Beispiel Kilometer sammeln, wenn ihr einem McDonald's seid, mit EWE Go Ladestationen. Ihr berichtet dann einfach über euer Ladeerlebnis, bekommt dafür kostenlose Kilometer und helft vor allem dabei mit, die Ladeinfrastruktur zu verbessern, da der Anbieter alle Rückmeldungen auswertet und auf Kritik reagiert. Ladet euch dazu einfach die App Endcharge kostenlos für euer iOS oder Android-Gerät runter und geht im Menü unten auf die Challenges und da seht ihr dann zum Beispiel sofort, welche in eurer Umgebung gerade zur Verfügung stehen. Die Links habe ich unterhalb des Videos in den Beschreibungstext gepackt, also schaut da unbedingt vorbei und danke an Endcharge für die Unterstützung, dass wir die News hier so schön produzieren und machen können. Und dann geht es auch schon direkt weiter zu BMW. BMW bietet nämlich den Umbau des originalen Mini zum Elektroauto an. Und der original Mini ist doch wirklich ein cooles Fahrzeug, ja, absolute Ikone. Im Mini-Werk in Oxford können Besitzer die alten Minis zu Elektroautos umbauen lassen. Das Programm nennt sich Mini Recharged, finde ich echt cool. Cooler Name. Einen Preis nennt BMW nicht, es wird nicht so billig sein. Der Kleinwagen, den die British Motor Corporation schon ab 1959 gebaut hat, bekommt dann einen Elektromotor mit einer Leistung von 90 kW und das ist deutlich mehr als die ursprünglichen 25 kW des Verbrenner, also der alten Verbrennervariante. Die Reichweite liegt bei 160 Kilometer. Ja, das ist jetzt kein Fahrzeug für den Alltag, ist es sowieso nicht, aber für Liebhaber doch echt cool. Und auch wenn der Akku leer ist, dann sollte man eine Weile warten, bis er wieder aufgeladen ist, denn die Ladeleistung liegt maximal bei 6,6 kW. Wie gesagt, kein Auto für den Alltag, aber als Liebhaberstück und für einen schönen Ausflug am Wochenende doch wirklich ein Traum. Viel wird auch gar nicht umgebaut. Laut BMW würden keine unwiderruflichen Veränderungen an der Substanz des Fahrzeugs vorgenommen. Also es wäre sogar möglich, später das Fahrzeug wieder zu einem Verbrenner umzubauen. Mini-Designer Alec Isigonis wäre, das glaubt zumindest BMW, mit dem Umbau auch wirklich einverstanden, denn er hatte den Kleinwagen Ende der 50er Jahre in der Ölkrise entworfen. Und das Konzept des Mini war, Kraftstoff zu sparen und auf einer möglichst kleinen Grundfläche vier Insassen und ihr Gepäck zu transportieren. Und Kraftstoff sparen ist ja wohl mit einem Elektromini ohne Probleme möglich. Da braucht man nämlich gar keine fossilen Brennstoffe mehr. So, ihr kennt doch bestimmt diese legendären silbrig-metallischen abgerundeten Wohnwagen aus den USA. Airstream heißen die und sind eine absolute Ikone in Amerika. Und jetzt hat das Unternehmen ein cooles Konzept vorgestellt, den E-Stream. Der besitzt einen eigenen Elektroantrieb und einen eigenen Akku. Und das entlastet dann das Zugfahrzeug und eröffnet viele interessante Möglichkeiten. Am Zugfahrzeug angehängt soll der elektrische Wohnwagen dann dafür sorgen, dass die Reichweite eben durch die zusätzliche Last nicht eingeschränkt wird. Das ist ja ein Riesenproblem bei aktuellen Elektroautos, dass mit so einem schweren Anhänger eventuell die Reichweite ordentlich runtergeht. Und der löst es so einfach. Wie genial, oder? Vor Ort kann dann das Fahrzeug sogar abgekoppelt und mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Da kann man es zum Beispiel ja, in so einen engen Stellplatz reinmanövrieren, wie mit so einem Fernsteuerauto. Auf dem Dach des Campers befinden sich dann passenderweise noch Solarzellen, die dann den Akku noch nachladen können, wenn der da einfach so rumsteht. Und die Idee ist dabei gar nicht so neu. Ich habe euch nämlich schon mal den von Detlefs mit ZF zusammen entwickelten eHome Coco hier vorgestellt in der Sendung. Und da Detlefs aber inzwischen zum Airstream-Hersteller gehört, also die wurden aufgekauft, ist da damit dieses eStream-Konzeptfahrzeug im Prinzip schon die zweite Generation der Wohnwagen mit eigenem Antrieb.
Also scheinen die das wohl schon ernst zu nehmen. Jedes Rad wird dann im Konzeptfahrzeug einzeln angetrieben. Sensoren erfassen die einzelnen Umdrehungsgeschwindigkeiten und auch die Richtung und die Beschleunigung des Zugfahrzeugs. Und auf dieser Basis der Daten wird dann der Anhängerantrieb koordiniert. Und der Antrieb soll dann eben das Zugfahrzeug entlasten und außerdem soll noch das Handling und die Stabilität des Gespanns verbessert werden. Also jeder, der mal mit dem Wohnwagen unterwegs war, und ich war früher mit Wohnmobil und Wohnwagen mit meiner Familie unterwegs, der kennt das, dass zum Beispiel bei höheren Geschwindigkeiten oder wenn mal ordentlich der Wind bläst oder sowas, dann fängt irgendwie im Prinzip dieses Gespann mal ordentlich an, so ein bisschen zu wackeln. Und naja, man muss da schon gut mitfahren und umgehen können. Und wenn dann sozusagen im Prinzip dieser Hänger da hinten das stabilisiert, das Handling, das stelle ich mir schon extrem genial vor. Der Anhänger könnte außerdem sogar als Notstromversorgung für ein Haus und als Akkuspeicher für eine Solaranlage dienen und auch Energie ins Netz einspeisen. Also nicht Vehicle to Grid, sondern Wohnwagen to Grid praktisch, ja. Vielleicht W2G, wenn man so will. Klar, macht doch total viel Sinn. Das ist natürlich auch bei Elektroautos denkbar und kommt jetzt auch immer mehr. Aber der Anhänger hat ja den Vorteil, dass er die meiste Zeit des Jahres eben zu Hause stehen dürfte. Das heißt also, wenn man mit ihm nicht unterwegs ist, ist er praktisch perfekter Batteriespeicher eben für die Solaranlage zu Hause, ein Pufferspeicher. Man muss sich den nicht noch extra kaufen. Auch wieder sehr smart, oder? Naja, wir kommen zur letzten Meldung. Die ist aber wirklich interessant, kann ich euch sagen. In einem Auftrag von Kia durchgeführte repräsentative Studie hat nämlich ergeben, dass Frauen Nachhaltigkeit generell noch wichtiger ist als Männer. Soweit nicht so überraschend. Sie haben zudem großes Interesse an Elektromobilität. 90% der Autofahrerinnen ist es sehr wichtig oder wichtig, dass ein Fahrzeug niedrige oder auch gar keine CO2-Emissionen hat. Bei den Männern ist der Anteil nur bei 83%. Bei der Frage, was für Elektrofahrzeuge spricht, wird zwar über alle Geschlechter hinweg am häufigsten Nachhaltigkeit genannt, aber auch hier sind deutlich mehr Frauen davon überzeugt als Männer. Als wichtige Vorzüge von Elektroautos sehen alle Befragten, dass man zu Hause tanken kann und dass sie vor allem im Stadtverkehr sehr leise sind. Bei den Befragten mit Elektromobilitätserfahrung waren die Frauen in der Minderheit. Also nur jede dritte Frau ist schon in einem Elektroauto gefahren. Bei den Männern ist es schon fast die Hälfte. Das Interesse ist aber ähnlich groß. 78% der Frauen, die bisher noch keine Gelegenheit dazu hätten, also ein Elektroauto zu fahren, würden das gerne mal ausprobieren. Ich finde, das müssen wir unbedingt mal ändern, liebe Frauen. Da grüße ich an der Stelle auch mal die Electrified Women e.V. Schaut mal vorbei. Ein großartiger Verein der elektrifizierten Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, die Frauen auch immer mehr zur Elektromobilität zu motivieren. Schaut mal unbedingt vorbei. Ich kenne die. Grüße mal ganz lieb. Ne? Arnie und Stefanie an der Stelle. So. Link ist natürlich auch im Beschreibungstext. Ne? Max, packst du mal schön da unten rein. Müssen wir mal ein bisschen bekannt machen. So, damit die Frauen mehr Elektroautos fahren. Die positive Beurteilung von Elektrofahrzeugen schlägt sich dann auch in der Einschätzung der Fahrerinnen und Fahrer nieder. Nämlich 38% der Frauen und 36% der Männer finden Menschen, die Elektroautos fahren, sympathisch, umweltbewusst, rücksichtsvoll, aufgeschlossen und intelligent. Ist natürlich alles richtig, ja? Kann ich so bestätigen. Und wenn es mal also nicht klappt bei der Partnersuche an alle als Tipp, ne? Dann einfach mal mit dem Elektroauto vorfahren. Das waren die Elektromobilitätsnews aus dieser Woche. Ich bin Robin, das ist Robin TV. Unbedingt den Kanal abonnieren. Ich bin raus und ihr seid im nächsten Video wieder mit dabei. Tschüss!